erste Gruppenspiel der UEFA Champions League. Es ist angerichtet. Xabi Alonso. Versucht die Gasse zu finden. Gute Leistung. Er hat ihn einfach vom Ball weggedrängt. Balotelli. Mario Götze. Xabi Alonso. Schweinsteiger. Mit einer tollen Aktion. Auf und davon. Das war nix. Weit vorbei. Was für ein Schuss. Das war der erste Torschuss in dieser Partie, in der Hoffnung, dass weitere folgen werden. Der Ball kommt durch. Er nimmt den weiten Weg. Vorbei. Wenn auch nur um Haaresbreite. Okay, er hat sich eine Menge zugetraut. Das sah auch nicht schlecht aus. Aber dass aus dieser Distanz der Ball reingeht, das ist schon extrem unwahrscheinlich. Gefahr fürs Tor. Das kann man besser machen, das muss man besser machen. Der Verteidiger klebt praktisch an ihm und er kommt trotzdem zum Schuss. Das war wichtig, dass er dazwischen ist, sonst wäre es brandgefährlich geworden. Balotelli. Bisschen ungeschickt, Foulspiel. 0-0 bis hierhin, sie haben nichts verpasst. Benatia. Lewandowski. Und er kommt durch. Durch die Abwehr. Und er pumpt ihn einfach hinten raus. Xabi Alonso. Nachgesetzt. So ist er nicht zu knacken. Da kann er sich lösen. Benatia. Bernat. Story. Gut abgelaufen. Gefahr erkannt. Gefahr gebannt. Lewandowski. Die 30 Minuten der ersten Hälfte sind gespielt. Und noch immer kein erfolgreicher Abschluss. Mario Götze. Werner. Guckt sich um. Welche Optionen gibt's für ihn? Das gibt Einwurf.
Der Ball wird nach vorne gespielt. José Enrique. Sterling. Sterling. Balotelli. Er versucht die Lücke in der Abwehr zu finden. Neuer hat ihn sicher. Mario Götze. Mario Götze. Er kriegt den Ball. Er zieht in Richtung Tor. Hoch und weit und erstmal durchgehalten. Jérôme Boateng. Der kommt richtig lang. Situation bereinigt. Werner. Und auf geht's in die Kabinen. Es ist Halbzeit. Ein torloses Remis nach Durchgang 1. Hoffen wir auf das ein oder andere Türchen in der zweiten Hälfte. Der Start in die zweite Hälfte. Er versucht's alleine. Für die Quittung bekommen. Den Ball hat er klasse erobert. Die gegnerische Abwehr allerdings, die hat es ihm auch ganz schön leicht gemacht. Nichtsdestotrotz eine schöne Aktion. Mittlerweile wissen wir, was dieser Mann kann. Mal nutzt er seine Chancen, mal vergibt er sie. Aber eines muss man ihm lassen. Er erarbeitet sie sich immer wieder. Mamadou Sakho. Jean. Colo Touré. José Enrique. Da treibt er den Ball weit vor. Xabi Alonso. Bernat. Müller. Das ist ein langer Ball. Er schärft das Ding. Müller. Hat versucht, den Ball durchzuspielen, aber ohne Erfolg. Das war einfach schlampig. Sie müssen definitiv an ihrer Präzision arbeiten. Wir warten immer noch darauf, dass hier etwas passiert. Der Spielstand lautet weiterhin 0:0. Gerard. Immer noch 0:0. Hier ist alles möglich. Hinten raus. Den haut er raus. Riesenmöglichkeit. Am Tor vorbei. Und dann suchen sie den Abschluss aus dieser Distanz. Vielleicht hätten sie versuchen sollen, diesen Angriff besser auszuspielen. Bayern München darf noch einen Wechsel machen. Versucht die Gasse zu finden. Lahm. Müller. Schweinsteiger. Can. Das könnte was werden. Benatia verursacht einen Freistoß. Vollkommen richtige Entscheidung. Das ist gelb. Dass das Tor noch geht. Also ich habe fast die Vermutung, dass der Torhüter froh ist.
dass er hier nicht mehr die Hand an den Ball bekommen hat. Neuer Spielstand 1:0. Das ist der bittere Rückstand. Sie wären gut beraten, sich damit nicht zu lange zu beschäftigen, sondern sofort dagegen zu halten, denn sie brauchen jetzt ein Tor, um den Ausgleich zu machen. Der Ball kommt durch. Nutzt er seine Möglichkeit. Benatia. Es sieht gut aus. Sturridge schießt. Zu unkontrolliert. Er weiß, dass er aus der Distanz ein guter Schütze ist. Vielleicht klappt es ja beim nächsten Mal. Auch wenn ihnen nicht mehr viel einfällt, irgendwas müssen sie tun. Schauen Sie auf den Trainer an der Seitenlinie. Er sagt seinen Jungs, ihr müsst weitermachen. Immer weitermachen. Mamadou Sakho. Glenn Johnson. Jordan Henderson. Oder was erwartet uns noch? Und diese Einladung konnten sie natürlich nicht ausschlagen. Das ist ja so etwas wie der Kollektiv-Blackout in der Hintermannschaft. Der Gegenspieler steht völlig frei und kann den Ball in aller Ruhe genüsslich versenken. Unfassbar. Damit steht es 2:0. Ja. Schweinsteiger. Müller. Schweinsteiger. Da ist die Chance. Häuptling Zauberfuß. Er nimmt das Herz in beide Hände und hat fast Erfolg damit. Was für ein Getümmel. Ich bin mir ziemlich sicher, da gab es einfach kein Durchkommen. Jetzt sind nur noch wenige Minuten zu spielen. Bernhard. Ach, er läuft ins Abseits. Lewandowski. Robin. Abseits. Gut gesehen vom Schiedsrichterassistenten. Er passt ihn in Richtung Eckfahne. Ribéry hat die Kugel und er hat Platz. Gute Möglichkeit zu flanken. Die Chance. José Enrique.
Der Schiedsrichter pfeift ab. Und sie stehen gewaltig unter Druck. Noch so einen Lapsus kann man sich nicht erlauben. Ich bin für eine neue Spielzeit. So unterhaltsame Partien sollten durchaus zweimal 90 Minuten dauern.